Also, was ist deine größte Angst? Ja, dass ich es nicht schaffe, mich so auszudrücken oder mich so zu leben, wie ich bin. Das nicht zu schaffen. Und dass ich am Ende irgendwo lande oder irgendwo bin, wo ich nicht sein wollte. Actuellement, c'est quelque chose qui me fait vraiment peur, d'avoir un accident, de plus pouvoir être capable de bouger, parce que c'est le corps, s'il n'est pas en mouvement, pour moi, c'est une prison. I have the perfect life. I'm young and beautiful. In the morning, I get up extra early. I work out. Do my yoga. Afterwards, I have an ice-cold shower. Get ready. Some skincare. And the perfect set of clothes. Then, a little bit of makeup. Not too much, we want to keep it natural. And I'm on my way out to study. I mean, by nature, I'm more artsy. But oh, who cares? My teachers always said to me, safety first. Good advice if you ask me. Marketing, that's my major. It's an integral part of everything. One of the fastest growing industries. Employment opportunities and salary are high and will pay out the hard work I put in. What is this voice? Who is calling me? Jans, der du im Winter auf den Frühling weist und im Tod auf das Leben und im Leben auf den Tod zeigst. Als sie mich ausgrenzten, locktest du in mir die Grenzenlosigkeit. Als man mir die Hoffnung nahm, lehrtest du mir Vertrauen. Ich überwinde meine Zweifel, damit das Leben kein Irrtum ist. Ich ergreife die Chance, die die Ablehnung mir nahm. In allem Hässlichen will ich Schönheit finden, in aller Trauer das Glück sehen. After I get home, I always put on classical music and meditate. Finding peace of mind. Best way to end the day, if you ask me. Inhale, exhale. Like I said, everything's perfect. Up until that very moment when you realize it's not. It's all a lie. I'm a mess.
I want to be free. Why do I feel like that? Who am I? Sei nicht so überrascht, erkennst du mich nicht. Nein. Wie oft habe ich deinen Namen gerufen? Du hast es gehört, doch du bist gerannt. Du weißt, wovon ich spreche. Ich hatte meine Gründe, ich kenne dich. Du weißt nicht, ob du es wagen sollst. Die kleinen Narben erinnern dich. Sie klopfen stets an deine Tür. Darum bist du hier. Weißt du, was ich meine? Die Entscheidung, deinem Traum ganz nachzugehen, würde dir das sichere Netz zu dem Drahtseil entziehen. Du meinst aber, du würdest es bereuen, es nicht gewagt zu haben. Die Sicherheit, sie würde dir die Ruhe geben, nach der du dich sehnst. Doch du fürchtest, in den Bahnen der Ruhe zu verkümmern und könntest die Wahrheit nie erkennen. Welche Wahrheit? Du bist in Unfreiheit geboren. Im Gefängnis für deinen Verstand, schon seit Beginn deines Lebens. Du kannst nie das Ganze sehen und zweifelst schon lange an deinem Mut und deiner Kraft. Du hast nur ein Leben und kannst dich nicht für zwei entscheiden. Dies ist die entscheidende Wahl. Danach gibt es keinen Weg zurück. Nimmst du die grüne Pille und wählst du die Sicherheit. Dann erwachst du ruhig in deinem Bett und die Suche nach deinem Traum hat ein Ende. Nimmst du die gelbe Pille, wählst du deinen Traum, dann wird dein Leben wie eine Achterbahn. Bedenke, du könntest deine Entscheidung bereuen, dein Glück steckt nämlich nur in einer der Pillen. Doch welche es ist, bleibt dir verborgen. Effectivement, il y a quelque chose de très solitaire dans le sens où on va avoir l'impression constante de jamais être compris exactement comme exactement sur la même longueur d'onde. Ich finde, auf der Welt fehlt Liebe. Es geht halt immer um Geld, um Reichtum, um Wirtschaft. Ich kann es einfach nicht mit ansehen, wenn Menschen andere hassen. Ich wusste früher nie wirklich, wie ich meine Gefühle ausdrücken soll. Kindergarten, Schulzeit war schwierig für mich. Als ich 13 war, hat es angefangen, dass ich in der Schule gemobbt worden bin. Dadurch kam das eben, dass ich immer auch Schuld bei mir gesucht habe. Also habe ich immer mehr versucht, meine Gedanken zu verändern durch Kreativität und auch viel durch Handarbeit. Wenn es mir da nicht gut ging oder ich wieder Probleme hatte mit Mobbing oder irgendwas war, dann habe ich einfach abends, wenn ich nicht schlafen konnte, dann bin ich ans Klavier gegangen und habe ein bisschen gespielt und improvisiert. Und durch Malen, Zeichnen, durch jede Art von Kreativität oder auch von Handwerk ist es mir viel einfacher gefallen, mein Gefühl freien Lauf zu lassen. Always difficult in our societies when you're part of a minority to succeed. Eine Sache, die mich halt diesbezüglich sehr begleitet, ist, dass mein Vater mir schon mit ganz jungen Jahren gesagt hat, Clifford, du musst immer besser sein als andere. Ein Deutscher kann die gleiche Leistung wie du bringen, aber du musst die dreifache Leistung bringen, um seinen Standard zu haben. Souvent, les femmes avec ma couleur de peau, on les hypersexualise. Et puis, je me suis déjà pris des remarques un peu bizarres. Si j'étais pas une terroriste qui cachait une bombe, je sais pas. Enfin. Most of the time, my blackness is defined by others. Because in France,
I was always considered as a black person, and then when I went to Senegal for the first time, I was considered a white person. Ich glaube, das ist ein essentielles Problem in unserer Gesellschaft, dass Leute neuen und fremden Dingen sich grundsätzlich verschließen. La première idée que t'as d'une personne quand tu la vois, c'est je vais l'insulter. Elle est différente. Ich comprends pas comment on peut arriver là. Je comprends vraiment pas cette façon de penser. Ich finde es wichtig, dass einfach jeder akzeptiert wird, egal was für eine Religion, Hautfarbe, Sexualität. Und würden die mehr Kontakte zu Menschen haben, die nicht so wie sie sind, dann würden diese Diskriminierung, glaube ich, auch weiter runterfahren. Rien que ce genre de petite chose, au bout d'un moment, c'est fatigant, mais ça arrive souvent. Es ist schon hart. Aber warum sollte man ein härteres Leben haben, weil man anders aussieht? Es wird immer Steine im Weg geben. Das ist unausweichlich. This morning, I woke up and I was reborn as a new person. A weight's been lifted off my shoulders, and life feels so good now. Like me again, dancing, singing, goofing around, feeling alive. I made a choice. Some might not approve, and it's definitely gonna be a hell of a ride. But here it goes. Dream, baby. My wish. J'ai peur pour l'avenir, parce que je sais pas du tout où je vais finir en fait. D'un côté j'ai peur, mais d'un autre côté c'est très excitant de se dire qu'on est dans une période historique, ça va changer. Die Menschen, die wenig Geld haben, die arm sind, die sich nichts leisten können, die kämpfen jeden Tag, dass die mehr Freude empfinden können, das glaube ich, als viele Menschen, die eben privilegierter sind. Und das kann Kunst eben auch machen. Dass sie wieder spüren lässt, wertschätzen lässt. Un danseur, c'est déjà c'est quelqu'un de libre. Cette liberté dont je parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose qui fondamentalement est inatteignable, qui on peut pas l'attraper, on peut pas le saisir, ça a pas de frontières, ça a pas de limites. Je sais pas du tout comment je vais faire pour arriver là où je veux arriver, mais oui, donc je vais forcément arriver quelque part. Et donc j'ai hâte de voir où est-ce que tout ça va m'emmener. Je me dis que j'ai pas à me cacher ou à regarder ce que les autres vont dire ou penser. Si je veux le faire, si ça me motive, si j'ai envie, je le fais et j'ai pas à douter de moi pour ce que j'aime.